der Rohstoff nicht da ist, kann logischerweise das Endprodukt auch nicht hergestellt werden. Und diese Speicher, die man hat für diese Mikronährstoffe, sind auch sehr limitiert. Manchmal kommt das über Jahrzehnte, dass eine Mangelernährung halt diese Speicher Stück für Stück leert und dann diese Mangelernährung erst nach etlichen Jahren auffällt. Das ist auch so ein Grund, kennst du vielleicht auch, Marco, dass Kunden sagen, ja, das kann eigentlich gar nicht daran liegen, weil ich habe noch nie irgendwelche Lebensmittel gegessen, wo B-Vitamine drin sind. Ne? Oder ich habe noch nie Lebensmittel gegessen, wo Selen drin ist oder sowas. Ja? Oder ich habe noch nie Proteine gegessen. Ja? Das mag sein, aber diese Speicher reduzieren sich ja. Ja? Ich meine zum Beispiel, ein großer Proteinspeicher ist zum Beispiel die Muskulatur. Und das werden viele vielleicht noch am bildhaftesten feststellen, dass die Muskulatur schrumpft von Jahr zu Jahr. Und dass dieser Speicher damit auch schrumpft. Ne? Also das ist so vielleicht noch so ein bisschen diese Trägheit des Effekts, die so ein bisschen Ursache und Wirkung verschleiert und nicht mehr so in Zusammenhang bringen lässt. Ne?